Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Kimane Gaming. Yeah! Die Menge jubelt. Hier ist wieder King Abortus und ich werde euch hier ein neues Spiel vorstellen. Pflanzen gegen Zombies. Garden Warfare. Oh mein Gott. Ja, ich habe schon mal ein bisschen hier gezockt, ein bisschen geübt. Ich bin Rang 15, das ist noch nicht viel. Aber das Spiel hat doch einiges drauf. Obwohl es von EA ist, aber egal. Was haben wir denn hier? Man kann hier verschiedene Charaktere haben auf beiden Seiten. Und zwar hier bei den Pflanzen. Und bei den Zombies. Hier. Es gibt verschiedene Klassen jeweils. Der Ingenieur, der Wissenschaftler und der All-Star. Ja, und die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Man kann auch neue Figuren freischalten. Hier zum Beispiel der Panzerkommandant. Der ist eine etwas krassere Version des normalen Fußsoldaten. Der hat auch andere Fähigkeiten. So sieht's aus. Hier bei den Pflanzen haben wir die Erbsenkanone, den Schnapper, die Sonnenblume und die Kakteen. Na komm. Das ganze Spiel ist eigentlich ein großes Sammelsurium von Fanservice. Wenn man nun auf Pflanzen gegen Zombies steht. Ich habe eigentlich persönlich nur einen einzigen Teil davon mal kurz gezockt. Aber mir gefällt das hier viel besser. Oh ja. Da werde ich schon direkt mal in die Multiplayer starten. Wir haben hier verschiedene Modi. Der ideale Ort für Einsteiger. Je schlechter du spielst, desto mehr Gesundheit hast du beim nächsten Spawn. Warum? Weil das verrückt ist. Oh Mann. Teamsieg. Normales Deathmatch ist das. Gärten und Friedhöfe. Da kann man NPCs respawnen lassen. Und Teamsieg klassisch. So wie diesen Modus hier auch im Classic Mode. Gartenzwergbombe ist ein Modus, den ich persönlich noch nicht gespielt habe. Keine Ahnung, was das ist. Hier der gemischte Modus auch. Und Abschuss bestätigt. Sammle Deppi-Kugeln von eliminierten Feinden, um Punkte für dein Team zu sammeln. Oder von gefallenen Teamkameraden, um dem gegnerischen Team einen Punkt vorn zu enthalten. Mhm. Nichtsdestotrotz werde ich doch einfach mal ein FS Deathmatch starten. Suche nach spannenden Spielsitzungen. Ich hoffe, die ist spannend genug. Los. Ja, geht doch. Fantastisch. Zomboss anwesend. Das erste Team, das 50 Gegner erledigt, gewinnt. Denkt daran. Durch die Wiederbelebung von Teamkollegen verliert das andere Team einen Punkt. So, alle, die dieses Spiel hier noch nicht kennen, ihr werdet erstaunt sein. Es ist nämlich ein Shooter. Ein Third-Person-Shooter. Ich habe mich schon immer gefragt, wie man das machen kann. Hier sehen wir es. Wen nehme ich denn? Den nehme ich doch die Erbsenkanone. Aber ich habe hier den Bärenwerfer. Das ist die bessere Version. Was kann der? MG-Erbse? Geil! Perfekt! Brauche ich. So. Folge ich doch hier mal meinen Schnappern und den Kakteen hier. Und da geht das Geballer schon los. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da war doch einer hinter uns. Nee, doch nicht. Aber da sind Zombies. Tötet die Zombies. Los. Ah, ein Kill, ein Kill. Perfekt. Jetzt wird erstmal das MG rausgeholt. Aus dem Weg. Blockt mich nicht. Oh fuck. Komm, komm, komm. Dich kriege ich noch.
Ah, Mist. Was macht der hier hinten? Komm. Oh, was war das? Ein Zombie. Ah. Ah, komm, den kriege ich noch. Ein bisschen hier die Mobilität erhöhen. Und den ein wenig übervorteilen. Erwischt. Kalt erwischt. Wunderbar. So läuft das hier. Wo sind die Gegner? Da. Ah, noch 25 Abschüsse. Hohoho. Werde ich doch mal den Count ein wenig erhöhen. Ja, komm, komm. Scheiße. Ja, komm, komm, komm. Scheiße. Nein. Geil, Double Kill, oder? Nee. Aber geht schon klar. Ich bin noch nicht gestorben. Und kill hier einen nach anderen. Noch einen. Geil. Oh ja, oh ja. Ja, noch einer. Komm. Hier, los. Gah. Hier, der war doch total schwach. Den kriege ich doch noch. War ein Wissenschaftler. Ja. Also kann man sich irren. Hier bin ich. Hinter euch. Oh, fuck. Nette Killcam hier. Spielcharakter wechseln. Wen nehme ich jetzt? Dann nehme ich doch mal die grausame Kaktee. Da habe ich auch noch sogar eine Zitruskaktee. Die ist noch besser. Oh, jetzt habe ich das hier weggedrückt. Die Knoblauchdrohne. Ah, okay. Okay. Ja. Ah, oh, scheiße. Da bin ich zu schlecht für. Oh. Boah, geil. Erledigt. 50 gegen 21. Und 2900 Punkte. Wundervoll. Da werde ich das Spiel doch mal verlassen. Ha. Und das ist das Schöne bei Garden Warfare. Hier herrscht eine gewisse Kurzweiligkeit. Aber es macht Spaß. Man kann ganz unbefangen mal eben eine Runde zocken. Eigentlich ziemlich cool. Und mit dem Geld, was ich hier verdiene, kann ich im Stickerladen neue Booster Packs kaufen. Da sind neue Charaktere dabei. Oder Einmalhilfen oder NPC-Spawns. Ich werde jetzt hier das Nachschubpack dreimal kaufen. Mal sehen, was hier drin ist. Klar will ich das kaufen, habe ich doch gesagt. Ein Fasspirat, eine seltene Karte. Okay, den kann ich respawnen lassen, wenn ich ein Zombie bin und im Gärten- und Friedhöfe-Modus bin. Den hatte ich noch nie. Ah, und für die Pflanzen habe ich direkt vier Stück. Die MG-Erbse, die Eiserbsenkanone, der Duplinator und der Erbsenwerfer. Aha. Noch eins. Oh, den kenne ich auch noch gar nicht, der Kartenpirat.
und der Flaggenzombie. Eine NG-Erbse, Duplinator und was habe ich hier? Gartenkommando Selbstwiederbelebung. Stürze dich direkt wieder in die Action. Oh. Cool. Und hier noch ein letztes Booster Pack. Wow. Eine Feuererbsenkanone. Bambuswumme. Habe ich ja noch nie gesehen. Sieht aber sehr evil aus. Zwei seltene Karten direkt. Das ist doch super. Der Flaggenzombie, eine Selbstwiederbelebung. Und ja, ein ganz effer Braunmantelzombie. Aha. Habe ich vielleicht irgendwas Nettes für meine Charaktere schon freigespielt? Was haben wir denn hier? Ach ja, genau. Der Sly Cooper Helm. Und die Fadenkreuz-Augenklappe. Absolut stilsicher. Absolut. Und ein fetter Beatnik-Bart. Absolut fantastisch. Zum Verlieben. Ah, hier. Raketensprung, ZBK-Raketen und Zombie-Stinkwolke. Das sind die Fähigkeiten, die er hier besitzt. Ah, und ich kann sogar auch noch variieren. Raketensprung und Raketenhechtsprung. Geilomat. Und wieder coole Gesten. Oh ja, geil. Und mit diesem Groovy Dance werde ich mich auch verabschieden. Das war's hier mit Garden Warfare. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Euer King Abortus. Ciao.